Woche kommt der Deutsche Bundestag zu einer seiner wichtigsten Sitzungen im Jahr zusammen zu den Haushaltsberatungen. Gerade in schwieriger Zeit ist es vor allem der Innenpolitik, den Innenpolitikern der Unionsfraktion gelungen, zusammen auch mit den Kollegen von der SPD ein umfangreiches Sicherheitspaket zu schnüren, das sowohl den Finanzminister als auch die Bundeskanzlerin überzeugt hat. Wir antworten darauf auf die wirklichen Herausforderungen im Land wie auch durch die Bedrohung außerhalb des Landes. Dabei spielt Terror und Terroranschläge tatsächlich nur eine Rolle, aber insgesamt ist doch auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ganz entscheidend. Wir sind weit hinausgegangen über den eigentlichen Ansatz der Bundesregierung. Der Deutsche Bundestag wird dafür sorgen, dass beispielsweise die Bundespolizei fast 2000 Stellen im Jahr 2017 erhält und einen Aufwuchs bis ins Jahr 2020 von 7500 Stellen. Und das bedeutet, dass wir wirklich die gesamte Polizei, die gesamte Bundespolizei, alles, was wir wirklich ertüchtigen müssen, werden wir auch tatsächlich tun. Das betrifft beispielsweise das Bundesamt für Verfassungsschutz, das betrifft sogar das THW. Ja, das ist genau die Art und Weise, wie man Politik macht, nämlich handeln. Nicht nur kritisieren, nicht nur anklagen und dann am Ende aber weder eine Möglichkeit noch auch wirklich den Hebel zu haben, um Dinge zu verändern. Wir tun das und wir sind es tatsächlich unserer Bevölkerung auch schuldig, damit wir alle Herausforderungen, auch was die innere Sicherheit anbetrifft, tatsächlich begegnen können. Und letztendlich geht es ein ganzes Stück darüber hinaus. Natürlich werden wir auch versuchen, Radikalisierungstendenzen der Jugendlichen, Radikalisierungstendenzen im Internet entgegenzusteuern. Das ist unser Auftrag, den wir gerade in diesen Haushaltsberatungen tatsächlich auch verwirklichen wollen. Und das Ganze tun wir ohne neue Verschuldung. Sie wissen vielleicht, dass wir uns immer wieder auch argumentativ haben auseinandersetzen müssen mit der Frage, warum muss man unbedingt tatsächlich diese Frage schultern ohne neue Schulden? Und wenn wir uns in Europa umschauen, die alle von denselben Rahmenbedingungen profitieren, beispielsweise von der Frage der Niedrigzinspolitik, und trotzdem sind 90% aller Länder in Europa dabei, sich neu zu verschulden. Hier ist die Bundesrepublik Deutschland eine wirklich rühmliche Ausnahme. Wir wollen diese Lasten nicht auf zukünftige Schultern verteilen, sondern wir wollen die Verantwortung im Hier und Jetzt übernehmen. Das tun wir mit diesen Haushaltsberatungen 2016, 2017.